Als absoluter Tiefpunkt gilt die Legende einer Päpstin Johanna. Auch wenn diese Thematik gerne in Film, Fernsehen und Magazinen aufgegriffen wird, sie hat nicht existiert. Trotzdem ist die Legende schon überaus alt. Vor allem zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert blühte die Literatur dazu. Das geht vor allem auf den Geschichtsschreiber Martin von Troppau zurück. Er berichtet, 1277 eine Päpstin habe Mitte des 9. Jahrhunderts regiert und während einer Prozession bei San Clemente in Rom ein Kind geboren, das, wie auch die Mutter, auf der Stelle starb und dort begraben wurde. Nach einer anderen Version wurde sie abgesetzt, in ein Kloster gesperrt und von ihrem zum Kardinalbischof von Ostia avancierten Sohn bestattet. Meist wird in der Folge die erste Version verbreitet und noch zusätzlich ausgeschmückt. In der Weltchronik des Hartmann Schedel von 1493 kommt sie aus England und hat mit bösen Künsten das Papsttum erlangt. Sie sei als junge Frau mit ihrem Liebhaber nach Athen gegangen, wo sie studiert habe. In Rom sei sie wegen ihrer Schriftkundigkeit angesehen gewesen und hätte ihre Weiblichkeit verborgen. Nach Leo sei sie schließlich Papst und von einem Diener geschwängert worden. Im 9. und 10. Jahrhundert gab es allerdings gleich 6 Päpste mit dem Namen Leo, damit ist sie schwer historisch einzuordnen. Zeitlich wird sie gerne in das 9. Jahrhundert gelegt und mit Johannes dem 8., der von seiner Familie vergiftet wurde, gleichgesetzt. Über die Entstehung einer solchen Legende und ihrer Platzierung im 9. Jahrhundert sollte man sich eigentlich nicht wundern. Das Papsttum war in dieser Zeit an einem Tiefpunkt angelangt. Das konnte mit der Existenz einer Päpstin nur noch unterstrichen werden.